Medium-Tasting heute mit der Jubiläums-Limited Edition 125 Jahre Wörmann-Zigarren. 1890 steht wahrscheinlich für die Hausnummer, wo der Herr und die Frau Wörmann das erste Mal ein kleines Baby gemacht haben. So hat es mir zumindest der Roland erzählt. Ja, sehr schöne Zigarre. Keuleformat, perfekter Format, wie ist der Fachausdruck. Wir haben heute extra Patex, unseren starren Gastraucher dabei. Er sorgt für das fundierte Nichtwissen, das ihn auch in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel seiner Gastro-Kritik, auszeichnet. Wie nennt sich das Format nochmal? Prügel. Prügel. Gut, wir haben den 1890er Prügel zu einem relativ stolzen Preis von 11 Euro. Sehr, sehr perfekt gearbeitete Zigarre, tolle Asche, weiße Asche, lange Asche, stabile Asche, guter Zug. Und jetzt nur zum Geschmack. Lecker. Jo, sehr fundiert, wie ich schon erwähnt habe, sehr auch inhaltsschwangere Adjektive aneinandergereiht, ohne Punkt und Komma. Ich muss sagen, ich finde die Zigarre toll von der Verarbeitung her und ich liebe Perfectos, deswegen fange ich mal beim Swag an. Bis auf die Banderola, das Ding 9 von 10 Swag-Punkten. Stärke, die legt jetzt immer weiter zu. Ich denke doch, wir sind eher bei 6 oder 7 von 10. Am Anfang war es um die 5. Aroma ist schon vorhanden, auch präsent, nur geht es nicht in die Richtung, die mir schmeckt. Das ist ein bisschen herb, finde ich. Aroma 6, 7 von 10 Punkte sage ich dann später. Ich sage erst gerne mal. Also, Zweck schließe ich mich vollkommen an. Toll Verarbeitung, guter Zug, Geschmack. Ich kann es nicht beschreiben, nach was es schmeckt, aber es schmeckt mir sehr gut. Es ist etwas herber auf jeden Fall. Habe ich Punkte schon gesagt? Stärke 6 von 10. Geschmack für mich ist es 8,5 von 10. Gesamtpunkte. Gesamtpunkte. Ich habe da keine Ahnung davon, aber was ist maximal 100? 100. 89. 89 ist sehr gut, bin ich auch, aber so wie er sich angehört hat, liegt er eigentlich eher bei 92, 93. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ihm das Punktesystem doch ein bisschen neu und fremd ist. Ich kenne die Vitaler, deswegen nicht so 50 von 10. Ja, die ist natürlich. Also die Zigarre hier auch praktisch für unterm Arm zu tragen. Also auch dieses, das Odeur dann wird dann immer besser dann. Aber wir wollten ja ernsthaftes Medium-Tasting machen. Patex hält sich auch sehr, sehr vornehm zurück mit seinen üblichen Sträuchereien. Also ich gebe 89, er 92, ich habe das jetzt mal übersetzt für euch. Was aber interessant ist, er findet die 11 Euro auch gerechtfertigt. Also ich muss sagen, wenn es einem schmeckt, kann man die auch ausgeben für das Ding. Ne? Danke an den Roland und an den Peter und an den Thomas und alle, die mit dem Projekt involviert waren. Checkt sie mal aus, probiert sie mal. Tschüssi.